So, und da sind wir nun auch beim endlich ersten Podcast auf diesem Kanal. Berechtigter Applaus. Ja. wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und natürlich unseren Hide auf unseren Praktikanten, Praktikanten, aber im Herzen ja immer Praktikanten, auf die Gamescom geschickt. Richtig. Ich habe noch ein Ticket ergattern können. Genau, er hat hart mit den Menschenmassen draußen in einem Kampf bis zum Tode für eine Karte gestritten. Und soweit ich weiß, wird das Ganze ja dann auch in Dead Island dann irgendwo als Intro-Video genutzt, ne? Ja, sicher, natürlich. Ja. Dann bin ich im Fernsehen. Genau, und du hast natürlich für uns einige Informationen von der Gamescom. Ja, hoffe ich mal. Und Mephisto ist natürlich auch wieder dabei. Servus. Genau. Genauso wie der Snorri als Fragemann. Der Fragemann. Im Fragen wird mich Mephisto natürlich tatkräftig unterstützen. Natürlich. Ja. Anders als als Hide war ich ja nicht auf der Gamescom. Ich habe mir nur ein wenig die Pressekonferenzen dazu angeguckt. Ah so, hast dich schlau gemacht. Ich habe mich ein wenig schlau gemacht und ich hoffe mal, dass ich noch das ein oder andere noch im Kopf weiß. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, Gamescom, alle Tickets waren ausverkauft. Das heißt, man konnte nur durch Vorbestellung, konnte man am Donnerstag, dem 14.8. war ich da, konnte man dahin. Ist das für die anderen Tage auch ausverkauft? Ich dachte ja. Ich glaube, für das Wochenende ist schon ausverkauft. Okay. Für Freitag war ich mir jetzt nicht so sicher. Aber wer geht schon freitags auf ein Event? Ich meine. Ja, richtig. Am 13. waren ja schon die ganzen Fachbesucher da. Die konnten sich das alle angucken. Da hast du sicher auch ein paar Beiträge zugesehen, oder? Du meinst jetzt hier diese ganzen Spieleredakteure und was weiß ich alles? Genau, die ganzen wichtigen Leute, die auch am Donnerstag mit ihren Plakettchen schöne vorne in die Reihe gegangen sind, die habe ich so gehasst dafür. Die Menschen erster Klasse. Ja, warum hast du dir nicht auch so ein Plakettchen gemacht? Weil ich hatte keine Materialien, ich hatte noch nicht mal einen Stift. Ja gut, wir hätten dich besser ausrüsten sollen, aber als offizieller richtig. Potato Club Redakteur, Praktikant... Da hat das Budget nicht mal gereicht. Ja, wir hatten kein Budget mehr für einen kleinen Pappzettel an der Seite. Aber da wärst du doch quasi als offizielle Person des Potato Club gleich nach vorne gegangen. Da hättest du alle anderen wegschützen können und gleich Risen 3 spielen können. Die hatten auch einen Eingang für VIPs, da habe ich auch versucht, mich anzustellen, aber nee, die haben behauptet, die kennen mich gar nicht. Aber doch, gibt es ja gar nicht. Auf dem YouTube-Profil, da sieht man uns ja nicht, man hört uns ja nur. Aber ja, eigentlich aber dann hätten sie sich ja an der Stimme erkennen müssen. Ja, außerdem, vielleicht... wir wissen doch, jeder ist besonders. Oh. Jeder ist etwas Besonderes. Jeder. Jetzt geht's wieder mit so einem Esoterik-Scheiß los. Nein, ich möchte nur darauf aus, dass jeder den VIP-Eingang benutzen darf. Ja, jedenfalls war da wieder einiges los. Wie gesagt, ausverkauft, viele Leute. Besonders in Halle 9 wurden ja viele, viele Spiele vorgestellt, die ganz begehrt waren, darunter Borderlands. Ja, Risen 3, glaube ich, war auch in derselben Halle. Dann ein neues Metro-Spiel mit den ganzen Russen und so. Das letzte war, glaube ich, Last Light. Ja, genau. Und das spielt das Ganze jetzt hinter dem letzten Metro oder ist das noch ein Prequel oder weißt du da das, was genau? Das weiß ich leider nicht. Also ich dachte, nächste Dings, was rauskommt, ist, glaube ich, ein Remake, quasi eine vom ersten Teil neu aufgebohrte Engine und bla. Okay. Also soll es kein neuer, richtiger Teil sein, sondern eher Teil 1 plus mit dieser Engine aus Teil 2. Moment. Okay.
Ich habe nur gerade nochmal geprüft, ob wir denn auch wirklich aufnehmen. Und das heißt, nein, wir nehmen nicht auf. Und das heißt, wir nehmen natürlich auf. Ja, aber für den ersten Podcast wollte ich doch mal gerne sicher gehen, dass wir hier nicht eine halbe Stunde umsonst rumblödeln. Sabotage! Ja, das geht ja gar nicht. Also, du warst jetzt bei Metro, warst du jetzt auch natürlich gleich in erster Reihe und hast auch mitgespielt? Nee. Was erzählst du hier? Wie gesagt, Halle 9 waren die super, die Crème de la Crème Spiele. Und da waren wir natürlich nicht zugelassen. Da konnte man, nee. Da konnte man wirklich keinen Schritt laufen, weil alles so voll war. Und ja, Dead Island 2 war da auch groß angepriesen mit etwa 18 PCs, die immer alle besetzt waren. Und sah auch ganz schön witzig aus. Hast du da ein bisschen was gesehen gehabt? Ja, was grafisch jetzt betrifft oder sowas? Nee, eigentlich oder nicht. Generell, wie gesagt, wie sah das Ganze für dich aus? Das sah jedenfalls sehr, sehr witzig aus. Sehr chaotisch. Also meinst du auch, dass es mehr mittlerweile in die Richtung Spaß als in die Richtung Zombie-Bedrohung geht? So wie dieses... Ja, ich glaube, die Zombie-Apokalypse hat langsam etwas abgenommen. Da ist das Interesse wohl etwas geringer geworden und... Ich habe zumindest so die, was ich aus den Trailern von Dead Island 2 gesehen habe, war für mich irgendwie mehr so, als wenn die in die Richtung gehen, Zombie-Bedrohung ist nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Das ist mehr so ein bisschen richtig in Richtung Spaß, wir metzeln einfach nochmal ein bisschen. Ich sag mal, genau. So mit Dead Island, wo die angefangen haben mit dem ersten Teil, den habe ich ja auch zu Hause. Ist ja der Sinn nicht auf Bedrohung, sondern auf dieses, du kannst deinen Charakter aufwerten, du kannst eigene Waffen bauen. Ich habe zum Beispiel gebaut einen Baseballschläger mit Stacheldraht, der unter Strom steht. Und das ist quasi Dead Island. Und ich glaube nicht, dass die da so, also die Schiene, wie sie es zum ersten Teil gemacht haben, war sehr erfolgreich und ich hoffe mal, dass wir das auch so weitermachen. Und also du meinst eher, sie sind von Anfang an in diese Spaß-Schiene genau gegangen. Ja, das sich kommt quasi man damit direkt nur gerecht. Dass die wieder auf Spaß gehen. Also das sah schon sehr gut aus wieder. Und Borderlands, da habe ich mich auch etwas aufgehalten. Borderlands Pre-Sequel kommt raus im Oktober. Das wollte ich mir auch anschaffen, sobald ich irgendwie zu Geld komme. Also, Potato Club spenden, Konto noch eröffnet. Schickt mir Süßigkeiten. Also. Das spielt eben zwischen dem ersten und zweiten Borderlands. Da spielt man dann auf der Seite von Handsome Jack, dem Bösewicht des zweiten Teils, der bekannt ist. So ein richtiges Arschloch. Und das Tolle an dem Spiel, was mich richtig zum Zittern vor Aufregung bringt, ist, dass man Claptrap spielen kann, den kleinen Roboter. Wie das wohl ist, das... einen da bin ich oder auch den, gespannt. Genau? Einen. Okay. Einen. Also nur einen von diesen Robotern. Ja, nicht der ganz am Anfang immer rumgewuselt ist. Das weiß ich nicht. Es soll jedenfalls so eine Claptrap-Einheit sein. Okay. Ob es jetzt genau diese ist, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, bei Borderlands Pre-Sequel wird es auch so sein, dass da kann man ja auch die Charakter modifizieren und alles Mögliche. Hat das eigentlich einen Grund, warum dass der Claptrap heißt? Die Einheit heißt eigentlich CL4PTR4P. Ach so, okay. Oder eben Claptrap. Ja, ich dachte gerade Klatschfalle, dass das da irgendwie einen besonderen Sinn hat, dass der irgendwie auch als Falle irgendwie genutzt werden kann oder so. Nee. Spoiler-Alarm von dem ersten Borderlands, das Ende.
da sieht man ja auch eine Sequenz, wo Claptrap auf einmal rot leuchtet, das Auge. Mhm. Und dann ist da eine große Überschrift Claptrap Roboter Ninja Assassin, was auch immer. Und da wird jetzt eben auch spekuliert, ob das vielleicht der Action-Skill sein wird. Weil jeder Charakter hat immer so einen Action-Skill, den er aktiviert. Bei den vorherigen Teilen war es zum Beispiel beim Berserker, da konnte man dann mit den Fäusten andere zermatschen oder den Facewalk einleiten. Und da wird jetzt eben spekuliert, dass er seine Ninja-Assassin-Fähigkeiten auspackt. Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen, dass der als Assassine groß tätig ist. Also er macht zumindest nicht so den Anschein. Nee, also ich glaube, im neuen Borderlands ist Claptrap eigentlich nur ein Spaßcharakter. Wenn man das Spiel richtig spielen will, kann man einen der anderen dreien spielen. Aber wenn man es eben auf besondere Weise erfahren will, dann mit Claptrap, denke ich mal. Ich nehme mal an, den Koop-Modus werden sie wieder drin gelassen haben, oder? Das Spiel lebt vom Koop, das werden die natürlich drin lassen. Das heißt, man könnte aber zum Beispiel auch den Claptrap als einer von den Leuten im Koop benutzen. Richtig, man könnte theoretisch als 4 Claptraps rumlaufen. Theoretisch. Das wäre schon wieder lustig. Ja, aber zu anderen Spielen. Es gab natürlich auch noch die in Halle 9, die richtig voll war, gab es auch noch Twitch-Events. Da wurden dann MOBAs live gestreamt, darunter auch Dota wieder. Moment, auf der Gamescom spielen sie MOBAs. Ja. Die man so schon am Computer spielen konnte. Ja. Keine neuen. Das weiß ich nicht. Ich denke, die werden einige neue gespielt haben, aber Dota war eben auch dabei. Das ist mir eben aufgefallen. Also, ich sag mal, ich find's ja ganz okay, aber auf eine große Gamescom zu laufen, nur um zu sehen, wie da wieder Leute über Twitch nochmal eine Runde spielen, was ich auch normal am Computer da sehen konnte. Haben die da nichts gezeigt von Heroes of the Storm? Fände ich jetzt irgendwie so ein bisschen tragisch. Also Heroes of the Storm, da habe ich nichts Genaues zu gesehen, aber ich würde doch mal denken, dass sie das da gezeigt haben. Das wird geil. Da hast du schon Favoriten. Ja, das wird... Es wird jetzt, sagen wir mal, Konkurrenz für LOL und Dota. Also wenn das wirklich so... Weil die meisten Spiele gehen nicht länger als 20 Minuten. Ja, was ist denn sonst besonders an Heroes of the Storm? Du hast Helden von Diablo 3, mhm, Warcraft 3, StarCraft und World of Warcraft. Okay. Also sehr, du kannst auch crafted mit Diablo rumrennen, quasi als Gott. Kannst du also wieder als reißender Wind rumreisen. Das MOBA lebt dann eigentlich von den Charakteren, die man schon kennt, oder? Ja, man hat ja nicht diese, wie bei Dota, wo man Items kaufen kann. Die hat man da nicht. Mhm. Okay. Wie gesagt, es gibt 4 unterschiedliche Skillungen, also wie man das halt die Fähigkeiten mäßig macht. Die Maps sind cool gemacht, besser als bei Dota. Es gibt halt unterschiedliche Maps. Ja. Und auf den Maps gibt es sogenannte Bereiche, da gibt es zum Beispiel eine Mine. Da musst du bei der Mine musst du Totenköpfe einsammeln. Mhm. Und wenn du genug Totenköpfe hast, dann kommt da so ein untoter Zombie-Guru, Haumischblau, und rennt dann quasi beim Gegner in die Basis und macht dort alles platt. Das klingt für mich sehr nach dem Halloween-Event von Dota. Okay. Dann, was gibt's noch? Da gibt's einen Pirat, zum Beispiel, da gibt's eine Karte, da ist in der Mitte ein Pirat. Mhm. Du musst Gold sammeln, und wenn du so viel Gold hast, ich glaube über 50 Gold, Goldstücke hier, dann ja, schießt das Schiff, was der Pirat besitzt, quasi beim Gegner in der Basis. Okay. Also da geht immer hin und her. Es geht meistens darum, wie viel Gold du Garten du hast. Es geht nichts mehr, also größtenteils um die Kills an sich, sondern um diese, was auf der Karte alles passiert. Mhm. Also das finde ich sehr lustig. Also da haben die halt noch mehr, außer den Piraten, da haben sie noch so kleine
Minicamps, wo du hier solche Elite-Krieger holen kannst. Mhm. Die kämpfen dann an deiner Seite. Also der ausschlaggebende Grund ist diese Mischmasse aus Karten, aus Karte und dir selber, weil es geht jetzt nicht um Kills und Eroberungen, ja, sondern nur an sich um die Basis platt zu machen. Wird das Ganze ein Free-to-Play-MOBA? Ja. Oder? Okay, ja. Sehr schön. Also man kann dann, glaube ich, wie bei Dota jetzt diese Klamotten kaufen. Also diese Ausrüstung, wie ja, anders aussieht halt. Das ist ja normal. Diese kosmetischen Items. Genau. Aber so, also bis jetzt ist es so laut, dass es Free-to-Play wird. Ah, okay. Okay. Ja, aber es kann ja wie bei League of Legends auch so sein, dass man sich da irgendwie Helden kaufen muss oder so. Wo wir jetzt gerade, darf ich jetzt endlich einleiten. Danke. Nein. Wo wir jetzt gerade schon bei Items kaufen sind, was genau haltet ihr denn von der neuen Ankündigung zu Assassin's Creed Unity, in der es ja besagt, dass es Mikrotransaktionen geben wird? Totale Scheiße. Also, genau genommen haben sie gesagt, es sind jetzt nur Items, die du ansonsten durch sehr viel Zeit, durch sehr viel Spielzeit quasi freischalten könntest. Die werden dann kaufbar. Na, ist das jetzt für. Die werden dann kaufbar mit richtigem Geld sein. Ja. Mehr das wollen sie wahrscheinlich nicht einführen, aber das ist jetzt gerade so die Ankündigung. Ist von das ihnen jetzt gewesen. Für Multiplayer oder auch Singleplayer? Das war für Unity. Da haben sie nicht gesagt, ob das für Single oder Multiplayer war. Achso. Naja, ob das jetzt so sind, man weiß es jetzt nicht. Also ich finde es nicht schön. Ja, ich auch nicht. Wenn das vor allem im Multiplayer dann wäre, dann ja, das. Da also Multiplayer, ja, würden die neue Spieler damit vergraulen, denke ich. Ah ja, sie sind ja zum Glück noch nicht so weit gekommen wie bei EA, aber schauen wir mal. Also bei Assassin's Creed 3, glaube ich, war das. Ja, 3. Da war ja ein Multiplayer, wo man irgendwie verdeckt war und immer ein Ziel hatte, aber zugleich war man auch das Ziel eines anderen. Und da war es eben so, dass die Waffen keine Rolle gespielt haben. Alle Waffen waren gleich stark. Und wenn das eben auch in dem neuen Assassin's Creed so wäre, dass die Waffen dann nicht so viel ausschlaggebend sind, dann würde ich sagen, gut, Mikrotransaktionen, wer es unbedingt haben will, kann es machen. Ich persönlich würde die Finger davon lassen, weil es man kann sich da auch einfach mal das Ziel setzen, so, das kann ich erspielen und dann spiele ich mal darauf hin. Nicht, dass man dann alles kauft und sagt, so, jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Oh ja, Elder Scrolls Online. Also, ich hol mir mal ein Pferd. Also ich bin ja... Okay. Du weißt doch, du hast bei Elder Scrolls Online, war das? Ich muss das nochmal ganz kurz hier erläutern. In Elder Scrolls Online war es so, du konntest dir so ein Pferd holen für echtes Geld oder du konntest dir für, ich glaube, 1000 oder 2000 Gold ein Pferd holen und du kriegst für jeden Gegner, den du so tötest, kriegst du vielleicht mit etwas Glück sogar bei Endbossen ein oder zwei Goldstücke. Oh. Da hast du schon einiges vor dir. Also Assassin's Creed kommt ja noch ein Teil raus, ne? Okay. Moment. Der neueste, der jetzt kommt, war doch, glaube ich, Unity. Genau. Und jetzt ist kommt das noch, mit der Sklaverei, ist das schon in raus? In Frankreich. Nee, das mit der Sklaverei. Kommt das schon raus? Oder, Quatsch, war das schon raus oder kommt das noch? Kommt. Okay. Dann habe ich dann wahrscheinlich jetzt Sachen vorweggenommen. Also, sagen wir mal so, es kommen zwei Teile. Einmal das Assassin's Creed Rogue. Okay. Für PS3 und Xbox 360. Da spielst du aber einen Templer. Oh, war was Neues. Was ist, glaube ich, aber das gibt's schon länger, aber ich glaube für
für eine andere Handheld-Konsole, glaube ich. Okay. Irgend sowas. Und das kommt am 11. November raus. Soll aber später dann auch für PS4 und Xbox One kommen, also PC auch. Ja, und da spielt man halt einen Templer. Aber Assassin's Creed Unity ist natürlich absoluter Knaller. Wenn du zu viert als Koop, das ist doch geil. Ja, sicher. Wenn du dann rummetzelst. Wobei so. Eigentlich der Name Assassin's Creed für Rummetzel nicht wirklich stehen sollte, ne? Eigentlich. Naja, aber ich könnte mir das auch schon richtig gut vorstellen, so zu viert durch diese ganzen historischen, allein schon durch diese historischen Städte dann da zu gehen und diese Aufgaben zu machen. Ja. Ich nehme ja mal an, die Story kann man auch zusammen dann irgendwie machen, oder? Ja, Koop halt, ne? Sehr schön. Ja, ich dachte, vielleicht sind das nur diese ganzen Nebenmissionen, die man so machen könnte. Ach so, nee. Aber wenn das so die ganze ist, das fände ich schon richtig super. Und ich finde, wenn sie das... Das wäre ja allein schon so eine Sache, die sie auch nochmal remastern könnten, wenn sie solche Sachen mit reintun und dann auch die alten Teile dafür nochmal aufpolieren würden. Ach, ja. Ich glaube, die alten Teile nochmal aufpolieren, das wird nichts werden. Ehrlich gesagt. Inwiefern? Also, ich persönlich bin jetzt kein Fan von Assassin's Creed. Ich habe das aber mal gespielt und... ich finde das eben toll, wie die immer neue Historien aufgreifen. Immer und das, größer. Ja. wie die einfach immer neue Standorte entwickeln und... Also ich glaube, dass bei Assassin's Creed Unity ist ja in Frankreich, also Paris, ne? Ja. Und das soll ja 1:1 übernommen werden. Von der Größe. Au, das wird groß. Da kann ich mir bestimmt schon bitte Holla die Waldfee. Das könnte ein Stück dauern, also. Ja, vor allem nur mit einem Pferd. So, ja, was ich noch gesehen hatte, ist die Evil Within. Hat schon 3 Preise bekommen. Okay. Moment, Evil Within. Also sagt mir gerade der Name was, aber ich kann gerade kein Spiel zuordnen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, worum es da geht? Das ist der Macher, der Resident Evil gemacht hat. 1 bis 3, wo es noch gut war. Also die anderen Teile sehen es auch gut, aber... Ah, Resident, ja, ich erinnere mich, genau. Das ist dieser Hiroshi Homishblow. Kojima. Ja. Genau. Und der hat halt die Evil Within gemacht und ich habe mit einem guten Kollegen mir das mal angeschaut, direkt. Ja. Und man merkt wirklich, er ist wirklich ein Oberguru der Horror-Szene. Das ist der absolute Wahnsinn. Man hat ja bei Resident Evil im ersten Teil diese Schreibmaschinen gehabt, wo man sich speichern konnte. Wenn man kein Farbband hatte, scheiße, nicht speichern. War nichts mit Speichern. Und da war halt, da stand halt eine Schreibmaschine stand rum. Dann ungefähr dasselbe Gebäude. Also das ist wirklich ein Horror-Adventure von vorne bis hinten richtig gut durchdacht. Ich habe mir auch ein bisschen was dazu angesehen. Ich fand es eigentlich so vom ersten Gucken recht gut. Und ich bin auch relativ froh, dass es jetzt nicht wie Resident Evil 5 und 6 dann hinterher in Eier werfen und was weiß ich was ausgeufert ist. Sondern dort war es ja wirklich dann so, dass du immer relativ wenig Munition hattest und tatsächlich auch Gegner hattest, die du manchmal nicht besiegen konntest. Ja, genau. Also diese Geister zum Beispiel, die konntest du ja nicht töten. Du musstest ja wirklich nur gucken, dass du dann da vorbeikommst. Ja, aber das ist aber schon der Endgegner. Der Geist. Na, da waren doch schon mehrere. Also ich hab, das war glaube ich hier von Kapitel 8. Da waren ja, ja genau. Mehrere Geister. Das, nee, der Geist ist nur einer und das ist der Endgegner. Achso, du meinst, der switcht dann immer hin und her, okay. Genau, du kannst ihn nicht besiegen, nur am Ende. So. Und grafisch sieht's ja aus, aber ich finde, bei so einem Spiel wie Resident Evil oder The Evil Within an sich ist die Grafik nicht so wichtig. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Resident Evil hat nie von der Grafik gelebt. Richtig. Genau. Es war mehr die Atmosphäre. Ja. Und das war genau dieser ausschlaggebende Punkt, warum das Spiel so erfolgreich geworden ist, zumindest Teil 1 bis 3. Ja. Und da wollte halt
der Macher das Evil Within wieder dahin zu bringen, und ich bin eigentlich sehr guter Dinge, dass das auch genauso wird. Genau. Wie es ausschaut. Wir müssten an sich hier auch schon quasi wieder von einer neuen Reihe reden, denn jetzt heißt es Silent Hills mit S am Ende. Weil, soweit ich weiß, die Rechte von Silent Hill bei irgendwelchen amerikanischen Firmen liegen. Und deswegen haben sie einfach nochmal ein S hinten dran gehängt, damit sie jetzt nochmal weiter solche Serien machen können. Ansonsten hätten sie nämlich gar keine Rechte mehr dazu gehabt. Okay. Ja, da bin ich auch mal gespannt im neuen Teil. Also. Ja. Man hat jetzt noch nicht viel gesehen. Aber mir hat dieses Setting schon mal gefallen. Es sah zumindest, also man hat ja noch nicht allzu viele Informationen davon gekriegt. Ja, aber ich fand so dieses Setting an sich ganz gut. Es schien ja doch nicht im modernen Zeitalter zu sein, sondern scheint ja irgendwie in den, ich nehme mal an, einfach so in den 50er Jahren vielleicht zu spielen. Zumindest was ich so von den Outfits so gesehen habe. Ja, man ist halt mal gespannt. Ja. Ist natürlich jetzt alles reine Theorie noch, weil wir ja noch nicht so viel dazu wissen. Mhm. Jo. So, was aber noch zombie-mäßig. Ach ja, auch ein Spiel, wo ich mich auch sehr freue, kommt aber erst am 28. Februar 2015. Ja. Und zwar nennt sich das Dying Light. Okay, habe ich nichts von gehört. Ich glaube, da hattest du mal von erzählt, das war doch auch Zombies mit Assassin's Creed, weil du dann über Dächer laufen konntest und was weiß ich alles, ne? Ja, also, ja, Mischung aus halt, wie soll ich sagen, Assassin's Creed, Heroes, wie nennt sich das? Mirror's Edge. Moment. Okay. Und, Blablub. Blablub. Peggle. Großer Fan. Was? Ja, sowas. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ach, scheißegal. Ja, und das kommt halt am 28. Februar raus. Da gibt es auch schon Videos. Und das sieht richtig geil aus. Man sollte halt, also was man jetzt von der Story weiß, man jetzt nicht viel. Es soll auf jeden Fall eine Insel sein, Inselstaat. Und da soll halt wie ein Virus ausgebrochen sein. Und man sollte nachts nicht rausgehen, weil dann die übelsten Agro-Viecher rauskommen, die dich dann verspeisen. Okay. Aber ich nehme an, man wird wahrscheinlich entweder durch die Story, oder ist das Story-getrieben, oder ist das eher so ein Survival-Ding? Nee, das ist, ja, das ist Story mit Survival. Also man kann jetzt überall hinrennen, man hat Story und man kann eigene Waffen bauen. Oh! Aber mittlerweile ist es eigentlich in fast jedem jedem Spiel, das irgendwie was von sich hält oder irgendwie Indie ist, es hat ein eigenes Crafting-System. Ja, und es sieht aber besser aus. Es sieht verdammt scheiß geil aus. Also grafisch richtig nett. Naja, ich kann mir das irgendwie nicht so gut vorstellen, Zombies und Assassin's Creed. Da stelle ich mir immer nur vor, wie ein Zombie, so dumm wie er ist, einfach vom Dach runterplumpt. Nee, also man kann jetzt alles benutzen. Man kann zum Beispiel ein Auto in eine Strombombe verwandeln. Das ist halt sowas. Also es gibt Videos, die kann man sich dann angucken. Da bringen sie auch Ingame-Videos und so. Also das wird schon... Also das Ding wird schon geil. Du hattest gerade noch, um nochmal einen schnellen Themenwechsel zu machen. Du hattest doch gerade noch was über Unreal Tournament gesagt. Ah ja, da beziehungsweise du wolltest da noch mal was zu erzählen. Ach, da gibt's so viele Spiele, wo ich erzählen kann. Ach. Dafür nehmen wir diesen Podcast auf. Also, Unreal Tournament haben sie eine neue Map präsentiert. Also grafisch, na gut, weil was wir bei Unreal Tournament, was willst du denn da grafisch? Es ist einfach nur ein Shooter, da kannst du jetzt nicht so viel. Die Ideen an sich ist halt auch sehr geil gemacht, weil man hat jetzt wie bei, wie hieß es, bei Steam, dieses Spiel Postel. Na? Ja, man hat so ein, daher kannst du so einen Fleck aufnehmen, kannst ihn in der Wand setzen, da kannst du durchschlüpfen und kommst auf der anderen Seite wieder raus. Portal. Genau, sowas in der. So. Also die auch die Maps an sich oder sind wie sehr, sehr gut strukturiert. Also man hat so Hüpfpassagen. Aber man ist, ich bin gespannt auf die, was. Weil ich meine, da gibt es keine Story, da gibt es einfach nur
Einfach nur Gemetzel. Mhm. Ja, man ist halt so ein bisschen gespannt auf den Titel, wie da halt so kommt, ne? Ja. Was mich auch so ein bisschen begeistert hat, ist Act of Acquisition. Okay, habe ich nichts von gehört. Ist Strategiespiel. Ach ja, kein Wunder, dass ich... Act of Aggression meinst du, ne? Genau, Mischung genau. aus Act of War und Command Conquer. Mhm. Also auch mit Basenaufbau, Ressourcenmanagement. Was ich sowas. Tatsächlich eigentlich ganz gut finde, weil dieses Genre ist ja in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt worden. Ja, es sollte eigentlich ein Command Conquer mal rauskommen. Mit der, ja, ich hab's schon mal gehört, da war... Mit dem Free-to-Play. Mit dieser, wie hieß das? Frostbite-Engine, genau. Genau. Und da dann haben sie es hinterher wieder eingestampft, weil sie gesagt haben, das Spiel ist zu schlecht. Ja, die hatten eine offene Beta gestartet. Mhm. Also die Spieler konnten das jetzt quasi testen. Mit was alles so drumherum. Und da haben über 60% gesagt, das ist totaler Mist. Und da haben die dann gesagt, na gut, dann machen wir halt nicht weiter. Aber ich sag mal, man geht ja auch mit ziemlich hohen Erwartungen an diese Spiele heran. Ja, wie gesagt, das besonders wenn man halt so einen, ich sag mal, wenn man da schon so einen auf dem Thron sitzen hat, da wird es schwer, den richtigen Nachfolger zu finden. Sag mal, Command Conquer ist ja ein ziemliches Schwergewicht im Strategiehimmel. Eben. Ja, und Command Conquer Generals war damals das geilste Aufbauspiel, was bei Kriegssimulation so gibt. Und da ist ein Nachfolger zu machen, es ist sehr schwer. Und vor allem heutzutage in der politischen Situation. Du meinst, da fühlt sich dann jeder gleich ans Bein gepisst. Wie gesagt, es gab ja bei Command Conquer, bei Generals auch zwei Versionen. Eine mit richtigen und eine mit falschen Leuten, oder wie? Genau, beim ersten Teil, was rauskam, gab es bei der IBG, nennt sich das, gab es Selbstmordattentäter. Da sind wirklich Menschen rumgelaufen und haben sich dann in die Luft gesprengt. Okay. Zu Männeln. Und in der zweiten Version, also in der deutschen, die dann rauskam, waren dann so rollende Fässer. Die sind dann in die Basis rein und haben Bumm gemacht. Na super. Ja, und wie gesagt, das erinnert mich gleich immer an die brennenden Schweine von Rome Total War. Ja, das ist halt auch so, was auch geil ist, also wir schwenken jetzt mal ganz schnell rum, sonst wird das zu lange hier. Ja. Battlefield Hardline. Da haben sie, glaube ich, den Story-Modus vorgestellt, ne? Genau, und der soll nicht schlecht sein. Ich weiß nicht, vielleicht für Battlefield. Ich glaube, der wird höchstens für Battlefield-Niveau nicht schlecht. Ja, also man ist jetzt gespannt. Ja. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich habe ein bisschen davon gesehen und ich habe irgendwann weggeschaltet. Um es mal so direkt zu sagen, es ist für mich nicht wirklich eine packende Story gewesen, was sie da vorgestellt haben. Ich habe natürlich jetzt nicht die ganze Story gespielt, ich habe nur den Teil aus dem Trailer gesehen. Aber normalerweise packt man in die Trailer ja normalerweise auch Sachen rein, die Leute fesseln sollen. Und mich hat es ehrlich gesagt nicht gefesselt. Man ist ja gespannt. Na? So, was dieses Jahr jetzt noch so bis Ende des Jahres rauskommt, wo man jetzt sagt, das muss man kaufen, ist zum Beispiel Dragon Age Inquisition. Ja. Also das sieht schweinegeil aus. Da frage ich mich, ob meine Grafikkarte noch reicht. Weil ich das richtig lustig fand, dass ausgerechnet bei EA alle Server bzw. alle Twitch-Streams gestreikt haben. Da haben sie so oft Probleme gehabt. Und dann meistens war es dann so, die haben einige Minuten hinterhergehinkt. Ja, aber den gönnt man's. Ja. Ich muss sagen, also Dragon Age klang auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ich habe nur leider sehr wenig da von irgendeiner Story mitbekommen. Ich habe so mitbekommen, ja, du reist halt durchs Land und kämpfst dann gegen, was weiß ich für Viecher, gegen Drachen, die eigentlich Dämonen sein sollen. Aber ich habe nicht wirklich mitbekommen, dass es da eine große Story geben wird. Ich nehme natürlich an, dass es eine gibt, aber sie ist mir bis jetzt noch nicht bekannt.
Ist vielleicht auch schöner, wenn du es vorher nicht weißt. Ja, aber so rund, so, ach so. Die Grundinformationen. Du brauchst ja irgendwo so ein paar Eckpfeiler, woran du also das Spiel ausmachen kannst. Und da ist also mir geht eine vernünftige Story schon dabei. Gehen wir alle davon aus, ohne Widerspruch, das wird gut. Ja. Also, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen und was ich hoffe mal, dass es mindestens an Dragon Age Origins rankommt. Also was das jetzt war ja ganz gut. Also grafisch sieht es Bombe aus. Ja gut, das hat man bei Watch Dogs auch gesehen, wo der Trailer von 2012 besser aussah als von 2014. Alien Colonial Marines. Mhm. Ach Gott, hör mir auf. kommt zwar erst 2000, also ist nichts, kommt erst 2015 und zwar Batman Arkham Knight. Oh. Ein neuer Teil. Bin sehr großer Fan von Batman, von der Reihe. Ich habe alle gespielt. Oh. Der letztere, der jetzt kam, der war jetzt nicht so prickelnd. War das Asylum? Der letzte? Nee, das, also Batman Arkham Asylum war der erste. Ja. Mhm. Dann kam Arkham City. Ja. Und dann kam Arkham Origins. Aber von der Reihenfolge ist es so, Arkham Origins, Arkham Asylum quasi und dann Arkham City. Okay. Und der Teil spielt halt, glaube ich, zwischen Arkham City und Arkham Origin. Sowas. Ach, oh Gott. Da haben sie es wieder wie Star Wars gemacht. Genau. Ja, bei wir Star bauen Wars vorne, kann man wir bauen hinten, wir bauen dazwischen. Also da kann man wenigstens etwas durchblicken, aber das. Ja, jetzt hast du ja gerade nur die Titel. Ich glaube, wenn du die Handlung weißt, dann kannst du die auch einordnen. Also, man kann es mit dem Auto rumfahren, mit dem Batmobil. Das fand ich halt cool. Das hat was. Ja. Grafisch sieht es auch noch mal eine Idee zacken schärfer aus, aber man ist jetzt gespannt, was jetzt draus wird. Ich lasse mich mal überraschen. So. Ja. Nächste ist Far Cry 4. Schade. Okay. Oh. Ja. Ich wollte gerade überleiten. Tja, zu spät. Ich bin schneller. Nee, du darfst gleich. Far Cry 4 kommt dieses Jahr noch raus. Okay. Videos gibt's auch schon, auch in-game. Es spielt halt in einer fiktiven Welt, also im Himalaya. Himalaya? Genau. Fiktiv? Ja, die Stadt hier ist anders. Ach so. Und zwar Shangri-La. Kommt mir auch bekannt das vor. Das ist keine fiktive Stadt. Anschließend sich mit dem Demo in der Mitte. Shangri-La, ist es keine fiktive Welt? Ich meine nicht. Shangri-La kommt mir bekannt vor. Das ist von The Mumie, Teil 3. Grabmal des Drachenkaisers. Da sehen wir mal, wo sich Far Cry bedient hat. Ja. Also, wir treffen Brandon Fraser. Also es kommt auf Xbox 360, PC, PS3, PS4 und Xbox One. Mhm. Am 24.11. glaube ich, ist so released. 20.11. Ja. Ist wieder eine offene Spielwelt. Also man kann jetzt wieder Tiere jagen gehen und bla und es gibt halt wieder einen sehr markanten Bösewicht. Oh. Okay. Also hast du schon so ein bisschen davon mitbekommen oder sind das jetzt nur die Informationen, die du so gelesen hast? Nee, es gibt jetzt auch mal ich sehr viel. Ich würde mich schon mal sehr interessieren, wie denn der Bösewicht da aussieht. Also Bösewicht hieß so? Bakan Min. Wie bitte? Da gibt der Bösewicht heißt Bakan Min. Okay. Es gibt schon Bilder davon, der hat halt den pinken Anzug an. Ja, da muss er ja böse sein. Komische Frisur. ist halt, wie gesagt, schleichen, stechen oder schießen. Kann sich mal aussuchen. Okay. Dschungel gibt's halt weiße Tiger, Elefanten kannst du nehmen zum Reiten. Kannst du mit Waffen bestücken und. Ja, so ein schönes MG auf einem Elefanten, das kommt bestimmt gut. Man kann halt zum Beispiel auch die Elefanten in der Basis, wenn die. Also, der. Vom letzten Teil war es ja so, dass du die Basen erobern musst, dass du das Gebiet freischalten kannst. Mhm. Mhm. So, hier hast du es auch. Hier kannst du bloß noch die ganze Tierwelt mitnutzen. Zum Beispiel kannst du Elefanten in der Basis
ausbrechen lassen, dass die übelst aggressiv sind, dann tun die alles umwehen. Okay. Klingt so interessant. Da haben sie also, sich auf jeden Fall mal was einfallen lassen. Wie gesagt, Far Cry, über die Grafik brauchen wir nicht zu reden, das ist einfach geil. Wie die letzten Far Cry-Teile. Richtig schöne Spielwelt. Ich sag nur eins dazu, es wird geil. Story weiß, will ich jetzt noch nicht, aber was so das drumherum ist, Ubisoft eigentlich sehr gut. Wo wir jetzt also gerade bei Story weiß man nichts, weil wo wir gerade bei Story weiß man nicht sind, würde ich doch mal ganz gerne das Thema Wild ansprechen. Ich nehme an, der ein oder andere kennt das schon? Fragezeichen. Wild spielt auf jeden Fall in einer Welt 10.000 Jahre vor uns, glaube ich, irgendwie. Irgendwo im Steinzeitalter, glaube ich. Also, 10.000 ich sag mal 10.000, ja, ich wollte auch gerade sagen, irgendwo 10.000 vor Christus. Und da wissen wir jetzt nur, das ist eine Welt, in der du jedes Lebewesen spielen kannst. Von der vom Riesen bis zur Forelle. Und ja, stimmt, habe ich ja. Wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich für die PS4 kommen, ob es für andere Plattformen gibt, es geben wird, wissen wir zurzeit nicht. Es kann sein, dass es PS4 exklusiv werden sollte, was ich mir nicht vorstellen. Ja, je nachdem, wer der Publisher ist, wenn das Sony mitgearbeitet hat, könnten die natürlich einen mit dem Gedanken spielen. Hast du denn eine Ahnung, wie viele Tierarten es da gibt, die man spielen könnte? Oh, also ich kann dir sagen, was ich so alles da drin gesehen habe. Ja, dann zähl mal auf. Ich habe auf jeden Fall schon mal Wölfe drin gesehen. Ich habe Raben drin gesehen. Ich habe diese Forellen drin gesehen. Ich habe die normalen Menschen drin gesehen. Ich habe Skelette drin gesehen. Ich habe Adler. Riesen drin gesehen. Ich habe einen Riesenadler gesehen. Ich habe einen Raben drin gesehen. Habe ich den schon genannt? Ja. Bin ich sicher. Okay, ich habe trotzdem noch einen Raben gesehen. Aber ein Wildschwein war dabei. Dann, es war auf jeden Fall noch so ein ein Wattwurm. Na, so ein großer Fisch auf jeden Fall, so ein Raubtier. Raubtierfisch war auf jeden Fall noch dabei. Ei? Nee, das war was anderes. Ich weiß nicht genau, was das für eine Tierart war. Es war auf jeden Fall ein Raubtierfisch. Mhm. Okay, ein Raubtierfisch. Ein Raubtierfisch. Ja, was klingt doch sehr noch? Interessant. Also du kannst auf jeden Fall Fleischfresser, aber auch Pflanzenfresser spielen. Erinnert mich ein bisschen an Spore damals. Ja, ich hoffe ja mal, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass du wirklich alles spielen kannst und dann aber auch mit der Welt richtig agieren kannst. Ja. Dass du also da wirklich zum Beispiel dich mit anderen zusammentun kannst, um irgendwie ein Dorf zusammenzubauen oder alles. Wir haben aber da zurzeit keine einzige Hütte sehen können im Trailer. Okay, ja. Es gab zwar ein Lagerfeuer, aber es gab keine Hütten oder sowas. Ja, sicher gibt es da Höhlen. Bin ich mir noch recht unsicher, wie das da aussehen wird. Ich denke, das wird eher wie hieß das früher von Peter Molyneux? Ach, jetzt hört doch mal auf, mich einzuladen. Das geht alles in die Aufnahme rein. Wie hieß denn das früher? Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Peter Molyneux ist ja bekannt geworden durch zwei Spiele. Einmal Fable und Black and White, danke. Ah, Black and White, so. Ja. So, und das, denke ich mal, wird so auch. Du fängst halt als kleine Mini-Forelle an und kommst dann irgendwann als Hai raus oder irgendwie sowas. Du meinst, dass es eher so in Richtung Karma-System geht? Genau. Also denke ich mir mal eher, weil der Trailer so, wie das ausschaut, sieht auch wirklich so danach aus, dass du halt so als Forelle Missionen machen musst, dass du ranwächst und dann immer größer wirst, weil du hast ja in dem Trailer gesehen einen Riesenadler. Also so gesehen wie ein Ableger von Spore damals. Genau, das war auch geil. Mhm. Dass du halt von klein zu groß wirst. Ja. Das wäre an sich schon richtig cool.
Für mich wäre dann aber die Frage, was passiert, wenn du am Ende, was weiß ich, der Riesenadler oder sowas bist, wenn du dann schon ganz am Ende bist. Ach ja, den Giganten, den Riesen habe ich vergessen. Ja, das ist jetzt die das Geheimnis der Tüftler. Also ich denk mal, das wird dann so hinauslaufen, dass eben Ziel ist, zum Beispiel dieser Riesenadler zu werden. Und vielleicht ist es dann so, dass das Spiel dann zu Ende ist oder so. Ich hätte da nämlich auch noch mal eine Idee, die auch noch irgendwie vielleicht passen könnte. Und zwar, dass es weniger darum geht, dass das richtige Tiere sind, sondern dass das eher so in Richtung Gestaltwandler gehen könnte. Das heißt, dass sich diese Menschen, die ja auch da öfters dabei sind, dass sie sich in diese Tiere verwandeln können. In eine Forelle. Zum Beispiel. Also Gestaltenwandler. Ja, zum Beispiel. Das wäre jetzt doch eine Theorie, die ich aufbringen könnte. Ist nicht auszuschließen, aber... Das würde zumindest auch erklären, warum zum Beispiel ein Mensch mit diesem Wolfsrudel mitläuft oder warum diese Geschichte da mit diesem dicken Bergmann, der da zusammen mit dem Wolf und der Krähe und was weiß ich was zusammen... Naja, also... Dass die da irgendwie... Also Gestaltwandler sind oder eher in diese Leute eintreten kann, wobei, da man ja jeden spielen kann, weiß ich das nicht genau. Deswegen tendiere ich also gerade auf die Gestaltwandler. Also du denkst dann eher, dass man sich beim Anfang raussucht, welche Tierrasse? Dass du zum Beispiel am Anfang nur die Forelle wählen kannst und dann levelst du immer weiter, bis du dich in mehr Sachen verwandeln kannst. So, ja gut, das wäre so die Idee. Ja, vielleicht gut, wäre diese Szene, wo die verschiedenen Tiere miteinander rumlaufen, auch einfach nur ein Hinweis auf Multiplayer oder so. Es wird nur Multiplayer sein, soweit ich weiß. Also das okay. ist ähnlich wie bei DayZ zum Beispiel. Du gehst rein und das ist dann... Geht dann ja, gleich, vielleicht sollte geht das dann einfach da nur los. Ein Hinweis darauf sein, dass ja. man da mit anderen Spielern interagiert, egal welche Rasse die sind. Ja, also ich würde sagen, Potenzial ist sehr gut. Ja, genau. Was man jetzt gesehen hat. Ah ja, jetzt habe ich noch was rausgefunden. Zwar einmal Tomb Raider, das neue. Genau, da würde ich auch noch mal ganz gerne wissen, wie steht ihr jetzt zu der ganzen Sache, dass in Tomb Raider es erstmal groß hieß, das wird Xbox-exklusiv? Beziehungsweise, wie steht ihr jetzt generell zu diesen ganzen Exklusivtiteln? Also ich bei Tomb Raider finde es scheiße. Mhm. Warum? Da nützt es ins eigene Fleisch schneiden. Warum? Weil ich will nicht wissen, was Microsoft dafür bezahlt. Also ich, also sagen wir mal, als Hersteller, ne, würde ich versuchen, für jede Plattform das Spiel rauszubringen. Weil ja, du kriegst damit Fans und weil du ja dann andere Spieler wieder verkraulst. Weil sagen, gut, das Spiel kommt jetzt raus, dafür kaufe ich mir aber keine Xbox. Ja. Ich denke ja, mal, dafür wird der Hintergrund... Andere Leute würden so ticken. Die haben irgendwie... kriegen von ihrer Mami zu viel Geld und sagen, och, das Spiel kommt raus, ist aber nur für die Xbox, dann kaufe ich mir halt die Xbox. So sind das manche. Das kommt dann aber später noch für die andere Konsole. Also, Genau, mittlerweile hat ja Microsoft auch schon zurückgerudert und das heißt ja jetzt, Tomb Raider wird erstmal nur für die erste Zeit nur auf der Xbox sein und wird dann später für die anderen Plattformen entscheiden. Ja, vielleicht eine Woche, vielleicht, toll. Ja, ich nehme an, so wie ähnlich wie bei GTA, dass das Ganze vielleicht ein ja, paar Monate... Ja, nicht so lange. Na, ich weiß schon, dass ich glaube schon, dass die das erstmal so machen, dass das dann wirklich... Sonst lohnt es sich ja gar nicht mehr für die. Also ich dass finde, die das schon ein paar Monate lang machen. Also 2 Monate oder so. Und dass es dann danach für die anderen Plattformen nochmal... Also ich finde das eine totale Frechheit. Also ich finde Exklusivtitel zum einen natürlich doof, dass alle da... dass nicht jeder da was das spielen kann, was er gern spielen würde. Wie zum Beispiel, ich habe ja eine PlayStation. Halo kann ich darauf auch nicht spielen, weil das ein Exklusivtitel für die Xbox ist. Andererseits ist es beim Snorri so, er hat eine Xbox, kann aber nicht Heavy Rain spielen, weil es ein Exklusivtitel... Ja. Das ärgert mich immer noch. Ja, sagen wir mal richtig. So, es gibt das halt Spiele wie Halo. Halo gehört zur Xbox. Das geht nicht anders. Das richtig, ist Microsoft. So. Aber Tomb Raider ist ja jetzt keine konsolenspezifische Version. Deswegen ist das nee, ja... Nee, aber ich wollte noch was zu Exklusivtiteln allgemein sagen. Ich finde das eigentlich... ist das natürlich schade, dass Leute das dann nicht spielen können.
Aber andererseits, man möchte ja... Jetzt habe ich den Faden verloren. Also du sagtest, einerseits ist es schade für die Leute, die das nicht spielen können, aber... Aber es macht die Konsole eben besonders. Solche Spiele können die Konsole auch besonders machen. Ja gut, wenn ich jetzt... Sagen wir mal, aber ist es nicht eigentlich besser, wenn du eine Konsole dadurch besser findest, weil sie einfach bessere Leistung bietet, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel besseres Gameplay in dem Sinne liefert, dass sie zum Beispiel bessere Controller hat oder einfach eine bessere Leistung bietet. Naja, manche Leute jetzt würden wirklich für zwei anhand von zwei, drei Titeln zu entscheiden. Manche würden vielleicht sagen, der GameCube damals. Das war geil. Siehste, ist viel besser als zum Beispiel die alte Xbox, einfach wegen der Spiele, die sie geboten hat. Resident Evil, yeah! Ja, einfach, da siehst du, diese Konsole ist besonders durch die Spiele geworden. Ja, mal. Nicht durch die Controller aber oder was weiß ich. Ehrlich gesagt, wenn ich sage, ich bin Tomb Raider, war der letzte Teil, der war grandios. Ich will zwar wenig Rätsel, aber wenn das rauskommt, naja, Xbox, da hat ja auch keine Xbox. Da hat ja auch die Nora Tschirner mitgespielt. Das musste ja was werden. Achso, ja. Dafür kaufe ich mir aber dann keine Konsole für 400 Latten, wenn ich weiß, das kommt dann später auch noch für PC raus. Ja, also ich bin kein Fan von Lara Croft. Ich hatte das einmal runtergeladen, weil ich ja PlayStation Plus habe. Da wurde das wurde mir hinterhergeworfen für umsonst. Habe ich mal reingeguckt, war jetzt nicht ganz so mein Fall. Die Story aber war meiner Meinung nach ein bisschen sehr fad. Also sie hat, dafür, dass sie so groß gepriesen wurde, war ich doch sehr enttäuscht. Ja, also ich würde sagen, Potenzial ist gut. Man hat ja nicht viel gesehen. Leider, man hat, glaube ich, einen Trailer gesehen und auf der Pressekonferenz von Xbox, wo sie das gemacht haben, hat man 3 Screenshots aus dem Trailer gesehen. Das war's. Okay. Also mehr gab's dazu nicht zu sehen. Also so wie bei Uncharted 4. Kommt 2015 oder 16. Ich find's so. Ehrlich gesagt immer recht dubios, wenn man mir ein Spiel vorsetzt, wo man mir dann nur Screenshots zeigt, die zum einen noch sehr selten sind und zum anderen noch aus einem Trailer, der gerendert war und den man schon vorher gesehen hatte. Also gut, bei der E3 dieses Jahr haben sie Uncharted 4, haben sie aber vorher gesagt, dass es gerendert wird, weil es gibt noch, es macht ja wieder Naughty Dogs und Naughty Dogs machen einfach nur grandiose Spiele. Die brauchen zwar ein bisschen, die bringen es nicht jedes Jahr raus, aber bei denen hat das Herz im Fuß. Zum Beispiel The Last of Us ist ein episches Spiel. Ja. Ich muss auch sagen, also Last of Us, besonders die ersten, ich sag mal, 30 Minuten, ging eigentlich um Längen besser als bei den meisten Spielen. Also ich war direkt, also man hat direkt so eine Sympathie beziehungsweise auch so ein Verhältnis zu diesen Charakteren aufgebaut und das schaffen nur und ganz wenige Spiele. Und das schafft ja nur besonders in so kurzer Zeit. Ja, das schafft halt nur Naughty Dogs. Die Charaktere. Ich werde hier nochmal ganz kurz die Aufnahme überprüfen. Okay. Und das Metro, was du gemeint hattest von uns, war Metro Redux. Ja, genau. Und richtig. Das ist ein Remake. Oh je. Oh je. So, was, das würde ich auch immer ganz gerne wissen. Wie ist das bei euch mit den ganzen Remakes? Also, seid ihr eher ein Fan davon oder findet ihr das kommt eher drauf an, wie das gemacht wird. Also, ich hatte ja bei Rocket Beans hatten ja letztens getwitcht, da war ich nicht da, aber ich habe es auf YouTube nachgeholt. Da haben die das neue Halo gespielt, das ja auch ein Remake ist. Und da fand ich das eigentlich ganz gut gelöst. Die hatten da so einen Schalter, da konnten die umstellen zwischen jetzige Grafik, also überarbeitete Grafik und damals. Genau. Und das finde ich eigentlich richtig genial gemacht. Da werden Leute bedient, die eben für heutige moderne Grafiken zu haben sind. Oder auch Leute, eben die Fanboys,
die einfach nochmal zurückversetzt werden wollen, die dann die alte Grafik nochmal sehen wollen und dann denken, ja, daran kann ich mich genau erinnern. Also ich finde da, ich was fand ich besonders gesehen habe... diesen Dschungel, den sie da gemacht haben, da fand ich das richtig, richtig intensiv, wie sie das da, als sie da umgestellt haben, also als da umgestellt wurde, wurde dann erstmal so diese normale Grafik für heute, die war jetzt auch nicht so besonders überragend, sag ich mal, gesehen hast und dann wie das vorher ausgesehen hat. Und man hat es ja eigentlich im Kopf immer ein bisschen anders gehabt, fand ich. Im Kopf hast du eigentlich die Spiele, die du gut findest, stellst du dir immer so ein bisschen, ja, ich habe gerade noch was getrunken, stellst du dir immer noch so ein bisschen schöner vor, als sie eigentlich sind. Ja, also bei mir ist es grundsätzlich so, bei Remakes, aber auch bei Fortsetzungen von Spielen, wenn die einfach nur mit ihrem Namen Geld machen wollen, wenn die da nichts wirklich Gutes mehr reinbringen, dann sollten die das lieber ganz lassen. Wenn die hingegen, du meinst in etwa wie Sacred 3? Ja, kann man so sagen. Also die wollen einfach sagen, so, unsere letzten Teile waren so gut, da brauchen wir uns auf unserem Ruhm ausruhen. Da müssen wir nicht mehr viel machen, die kaufen das sowieso. Aber wenn die das mit so viel Liebe machen wie bei Halo, wie ich das da gesehen habe, und auch bei Fortsetzungen, wenn die da immer Kreativität immer noch reinbringen, vielleicht neue Sachen reinbringen, das finde ich ganz gut. Da also, sieht man, dass die sich auch wirklich anstrengen. Also, Entschuldigung. Ganz enttäuscht hat mich ja, es gibt ja von The Last of Us auch ein Remake für die PlayStation 4. Und den Unterschied, wenn du nicht genau hinguckst, siehst du gar nicht. Das ist mal vielleicht der Regen an der Wand, ja, ne, toll, da achte ich aber nicht drauf. Also das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, also man sieht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Und ich finde... Naja, aber du musst mal so bedenken, The Last of Us ist erst vor, was weiß ich, vor 2 Jahren maximal rausgekommen. Das heißt, soweit ist die Technik gar nicht, dass es da jetzt große also, Veränderungen geben sollte. Viele haben ja gesagt... wenn du The Last of Us für PlayStation 3 hast, brauchst du das nicht nochmal zu kaufen. Ja. Hast du aber PlayStation 4, ist es ein Must-Have. Okay. Also muss einfach sein. Ich denke, bei PlayStation 4 und PlayStation 3, da sieht man die Unterschiede auch. Doch. Nur wenn man die Bilder so direkt gegenüberstellt. Einmal PS3, PS4. Da kann man schon einen Unterschied erkennen. Aber wenn man nur PS4 spielt und dann denkt, och, sieht ja genauso aus, wie ich es bei PS3 in Erinnerung habe. Ja. Also ich finde, das sieht man nicht wirklich, aber wie gesagt, der Grund ist ja so, man sieht den Unterschied noch nicht. Stimmt, ja. Lass mal 2015 kommen, wenn jetzt Gran Turismo 7 rauskommt oder Metal Gear Solid, was ich übrigens glaube, auch für PC den kommt. Den großen Unterschied wirst du schon sehen, wenn es die virtuelle Reality-Brille endlich gibt für die meisten Spiele. Wird es das denn für PS4 geben? Ja. Oder wie ist ja, das? Ja, die PS hat eine eigene. Ja. Oh. Also die haben schon selber was gemacht. Ich wollte dich gerade fragen, ob du da auch schon was mitbekommen hast auf der Gamescom. Nee, ich hatte gesehen, die hatten da einen Oculus Rift Stand, aber da dachte ich, wäre das ja so, dass Facebook die irgendwie aufgekauft hatten. Genau. Ja, genau. Die wurden von Facebook leider aufgekauft. Also, ja, frage ich mich, was will Facebook mit sowas? Ja, Facebook sicher. Hat mittlerweile weniger Aufrufzahlen und die nehmen tatsächlich im Kurs schon ein bisschen ab. Das ist zumindest meine letzte Dingens dazu gewesen. Meine letzte Information dazu gewesen. Von daher finde ich es schon recht... finde ich das schon recht sinnvoll, sich auch auf andere Bereiche zu verlegen, damit man eben auch, ähnlich wie bei Microsoft, damit man dann eben auch weitere Einnahmequellen hat, damit man nicht plötzlich wie bei MySpace dann vor dem Nichts steht. Ja. Bei MySpace, da hat der Besitzer das ja auch relativ schlau gemacht, hat das kurz bevor da alles aus war, hat das noch für ein paar Millionen verscherbelt. Ja. So, zurück zu den Spielen. Genau.
Welche MOBA-Titel gibt es? Ja, da kennt ihr euch aus. Jetzt kommt das Frage-Antwort-Spiel. Es gibt auf jeden Fall eins mit den DC-Helden. Das heißt mit Batman und Superman. Ich meine Dota 2, League of Legends. Ja, ich meine auch unter diesen MOBAs. Genau. Dann Heroes Smite. Of the Storm. Smite, genau. Und jetzt kommt, also ist ja schon länger bekannt, dass es von Crytek, ja, man hört Crytek, die Dings gemacht haben. Na, sag Dings. Mal. Na, ihr, sag Scheiße. Na, sag mal. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's ja gerade im Kopf mit City Interactive verbunden. Ich hatte ein ganz schlechtes Spiel im Kopf. Für was steht Crytek? Haben die nicht bei Battlefield irgendwie mitgemacht? Nee. Ach, Mann. Nee, das war DICE, ne? Ja. Und zwar... Die haben auf jeden Fall eine eigene Engine gehabt. Genau, Crytek Engine. Also die hatten das erste Far Cry gemacht. Crysis, danke. Crysis, okay. So, ja genau, die Crysis-Macher hauen ein MOBA raus. Okay. Und zwar heißt das Massive Online Battle Arena und zwar... Battle Arena, kommt mir bekannt vor, ja. Ja, das war jetzt nur die Bezeichnung MOBA. Arena, so. Arena of Fate. Ja, genau, genau. Arena der Hoffnung. Da hatte ich mal einen Trailer zugesehen. Kommt drittes Quartal 2014. Ah, nee. Das sah irgendwie ein bisschen so aus, als wäre das mittelalterlich gehalten. Okay. Ja, das ist halt, also zwei Mannschaften, eben als fünf Helden, prügeln sich um gegnerische Basen, kennt man ja. Mhm. Es gibt halt drei verschiedene Spielmodi, wie sich die genau unterscheiden. Also zum Start soll es 30 Helden geben. Insgesamt. Ja, okay. Mehr sollen halt reingemacht werden, implementiert werden. Also 20 Minuten Spielzeit ungefähr so Pi mal Daumen. Aber man hat jetzt noch nicht viel gesehen, wo man sagen kann, ja, das sieht gut aus, oder? Man ist halt gespannt. Na? Ja, aber es scheint ja, als wären die MOBAs jetzt wirklich im Kommen. Wenn da einiges jetzt also rausgehauen wird. Mittlerweile versucht jeder so ein bisschen ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Ja. Wir haben ja gehört, selbst Blizzard hat ja jetzt ein MOBA angekündigt. Ja, Heroes of the Storm. Was heißt selbst Blizzard? Ja, Blizzard hat doch eigentlich wenig Erfahrung in diesen Sachen. Ja, gut. Warcraft war nicht, 3. Ja, war nicht war so Warcraft bisschen. 3? Von Blizzard, ja, nicht? Ja. Also ein bisschen Ahnung von so einer, also sagen wir nicht, die ganze Spielrichtung ist jetzt nicht so, aber davon haben sie es auch. Ich bin gespannt. Die Mod kam damals auf der aus dem Spiel Warcraft raus. Aber die war ja nicht von Blizzard selber. Die war ja nur mit dem Spiel gebaut. Also. Ja. Das ist ja was anderes, wenn ich dir jetzt einen Tower Defense in Counter-Strike baue. Dann können sich die Leute von Counter-Strike auch nicht mit Tower Defense aus. Gott, jetzt verrätst du die Million-Dollar-Ideen. Ja, so, das kommt nächstes Jahr übrigens. 2015 so. Kommt Counter-Strike Tower Defense. Mhm. ja, was sagt euch, oder was haltet ihr von Mittelerde Mordors Schatten? Kommt am 2. Oktober dieses Jahr raus. Ich habe einige Trailer davon gesehen und ich fand es ziemlich interessant. Ich fand es ein bisschen... Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das Ganze funktionieren soll mit dieser Hand. Die kam mir so ein bisschen doch so ein bisschen überpowered vor. Aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht schaltet man die Sachen ja nach und nach auch frei. Aber mir kam das immer so ein bisschen vor, ja, du kannst die Leute einfach mal übernehmen und dann kämpfen die für dich. Und ja, warum soll ich dann selber kämpfen, wenn ich alle Leute einfach nach vorne schicke? Also man kann ja verschiedene Richtungen machen, ja, wie man vorgeht. Genau, und ich fand das eigentlich ziemlich cool, dass du gegnerische Leiter übernehmen konntest und die dann erstmal quasi zur Ablenkung nutzen konntest, um irgendwelche anderen Leute dann zum Töten zu bewegen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel von den Sachen... die einfach vorgeskriptet haben, damit die Sachen auch so gut funktionieren
Und, sicher, das kann auch sein. Wie viel davon wirklich im richtigen Spiel dann noch so zu erleben ist. Also deine Meinung ist, wenn das Ganze genauso wird, wie im Trailer es auch gezeigt wurde, ist das super, dann bin ich wahrscheinlich einer der Ersten, der das spielen möchte. Aber ich würde also das Ganze doch gerne abwarten und gucken, ob sie dann auch die Versprechen wirklich halten werden. Also es soll ja zwischen The Hobbit und Herr der Ringe spielen. Ja, also ich glaube, ich sag mal so ein bisschen Saurons Aufstieg. Genau, ja. Ja. Hide, was sagst du? Weißt du überhaupt, was... Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich habe bei Herr der Ringe spielen, habe ich eigentlich kaum gute Erfahrungen gehabt. Das letzte Gute, was ich gespielt habe, war ja Herr der Ringe 3. Mhm. Das war ganz gut. Das war ja eher so ein Hack and Slay, ne? Genau. Ja. Und dann kam ja noch irgendwie dieses, was Snorri hat, dieser Multiplayer. Wie hieß das? Die Eroberung, oder? Ja, ich meine ja. Die Eroberung oder Rückeroberung oder sowas. Das war dann, von den Machern von Battlefront. Genau. Und dann Heroes of the North. Und ab da habe ich nicht mehr mitgemacht, weil ich weiß nicht, wirklich also anregend war das ja, nicht. Ich bin sehr skeptisch. Absprechenden Adlern hört dann doch das Ganze so ein bisschen auf mit der Sympathie, ne? Ja, also, ja. Ich muss sagen, es sieht verdammt gut aus. Die Ideen an sich sehen gut aus. Also ich würde sagen, es wird gut. Mhm. Wie gesagt, also bin ich deiner Meinung, wenn die denn auch alles, was im Trailer so gezeigt wurde, auch einhalten. Ich bin wirklich, aber jetzt kommt das Problem. Das Spiel kommt auch für PS3 und Xbox 360. Ich hoffe mal nicht, dass das eine Konvertierung auf PC wird. Also 1:1 übernommen. Wieso? Inwiefern? Ja, PS3-Grafik auf PC. Man kennt Spiele, die 1:1 übernommen würden. Und der PC hat mehr Leistung. Ja, da kann ich halt zumindest die Auflösung. Hauptsache, du hättest es auf PC. Du hast die Grafik da schon gesehen. Also wenn sie das so zeigen und wenn sie dem das Ganze auch so beibehalten, was ich ja gesagt habe, dann kannst du das, glaube ich, auch getrost auf dem PC kaufen. Stimmt. Also, abschließender Punkt, das Spiel wird gut. Weiter geht's. Sehr schön. Was natürlich auch bei EA groß gezeigt wurde und was lustigerweise nicht so viel Applaus bekommen hat, war Sims 4. Ja, warte. Ich habe hier eine Liste, eine Release-Termine bis Ende 2014. Oho. Und das sind die ganzen Spiele, die man durchgehen kann, und Sims 4 kommt auch dran. Das heißt, du möchtest das jetzt auch noch abarbeiten? Ja, sind ja nicht mal. Wie viel sind das denn noch? Also Oktober, November, Dezember. Haben wir die jetzt alle chronologisch abgearbeitet? Genau. Halt rauskommen. Ah, okay, dann machen wir das einfach mal nach deiner Liste, da bin ich ja mal gespannt. Was also das nächste, wo jetzt saß, gut, das könnte man jetzt sagen. Man ist auch wirklich gespannt. Also, das Spiel heißt Alien Isolation. Kommt am 7. Oktober raus. Für alle Plattformen. Genau, so. Alien Isolation ist ja jetzt weniger wie bei Alien Colonial Marines. Es ist kein Shooter mehr, man hat selber keine Waffe mehr, sondern es ist wirklich eher auf Survival. Man hat auch nicht Tausende von Gegnern, sondern man hat wirklich nur ein Alien als Gegner, aber auch mehrere andere Menschen. Manche davon sind hilfsbereit, andere greifen dich lieber an. Okay. Und es gibt auch noch andere Gegner, aber du hast halt selber auch normalerweise keine Waffe. Du hast glaube ich, die Taschenlampe, ne? Und dann dieses Gerät, was so pip, 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 also wo die Gegner anzeigen. Ein Radar? Ja, so ein Radar. Was gibt's denn bei Alien? Bei dem Film haben die doch so ein Gerät gehabt. Wo du drauf geguckt hast und dann haben die Punkte gesehen. Und da sind die näher gekommen. Mhm. Das hast du in dem Spiel auch. Ja, ich glaube, du hattest zu manchen Teilen, konntest du auch angreifen. Ich weiß, da gibt es hinterher einen Androiden, den du auch bekämpfen kannst. Von daher, du wirst irgendwo etwas Waffenähnliches finden. Aber es ist halt keine
keine Shotgun oder was weiß ich was, womit du so einen Alien töten könntest. Mhm. Ja, eher eine Rohrzange oder sowas, nehme ich mal an. Okay. Ja, also Potenzial Snorri, Potenzial für dich. Ich persönlich glaube, dass das Spiel großes Potenzial hat. Mhm. Glaube aber, dass es nicht unbedingt so viele Anhänger finden wird, nach dem großen Einsturz von Alien Colonial Marines, was ja mittlerweile sogar wegen irreführender Werbung vor Gericht steht. Oh. Ja. Oh je. Also die Macher davon natürlich, nicht das Spiel selber, sondern die Leute, die es produziert haben. Sagen Sie schon aus! Genau. Ich glaube auf jeden Fall, es hat großes Potenzial. Und ich bin doch schon mal gespannt. Vielleicht könnte man sich das Ganze sogar mal, wenn es für einen richtigen Preis rauskommt, das ist halt immer die Frage. 2016. Könnte man sich das vielleicht doch nochmal angucken. Ide, was sagst du? Ich bin da völlig raus aus der Szene. Ich habe da keine Ahnung von. Okay. Also ich sag... Aber den John Hurt-Moment kennst du trotzdem, oder? John Hurt-Moment? Ja. Du weißt schon. Was? Du kennst doch den John Hurt-Moment. Nein. Das Ding, der Moment, wo da das Alien aus dem Bauch rauskommt. Ach so, ja, das ist der natürlich. John Hurt-Moment. Also ich will sagen, ich bin vorsichtig, weil das letzte Alien im Trailer auch geil aussah. Das Spiel an sich war totale Scheiße. Ja. Muss man dazu ganz grob sagen, ich finde, es wird interessant, wie das wirklich, wenn es wirklich so Survival-Horror-mäßig ist, dass du quasi keine Waffen hast, dass du, sagen wir mal, nur mit dem Augenblick machen musst, dass du jeden Tag, jeden Augenblick quasi ein Alien um die Ecke kommt oder irgendwas, oder dass du ins Weltall geflogen kriegst oder so. Also, ich bin da mal geteilter Meinung. Okay. Dann am 8. Oktober, also einen Tag später, kommt Drive Club. Exklusivtitel für die PlayStation 4. Okay, Drive Club. Ist da ein Rennspiel. Ist ja eher Hido unser Experte als unser Rennspieler von uns beiden. Also, ist ja, aber aktuell sind nicht von, so mal. Evolution Studios. Mhm. Mit Zusammenarbeit mit Sony. Sony ist ja bekannt dafür für Gran Turismo. Das kommt erst 2016, ist wie es angekündigt wurde. Ich dachte, du wolltest jetzt noch was über Drive Club erzählen. Ja, ich sag ja bloß noch so als... Achso, das sind die Randbemerkungen. Ich die Randbemerkungen, kommst jetzt zum nächsten. Wie gesagt, es ist ein Rennspiel. Ja. Mit einer bombastischen Grafik. Mhm. Also das ist wirklich geil. Also wie wir schon hören, von uns dreien ist Mephisto auf jeden Fall die Grafikhure. Ja. Wo ich das gesehen habe, da ist mir die Kinnlade nach unten gefallen. Da habe ich mir gedacht, wow, also PlayStation 4. Bei der Gamescom hatten die auch Banner von dem Spiel. Und da stand auch irgendwie Fahrt zusammen, Gewinn zusammen. Das heißt, da wird sicher eine Art Teamplay geben. Also du kannst dich einem Drive Club kannst du dich anschließen. Ja. Und alle Erfolge, die dort jemand erzielt, bekommst du auch. Das heißt, du hast in Rennen nicht mehr so diesen Moment, ich muss vorne sein, sondern es reicht, wenn jemand aus dem Club vorne gewinnt. Ja. Das heißt, du hast weniger ein Ich-Gefühl als ein Wir-Gefühl. Also das nennt sich quasi Die Reihe nennt sich quasi Social Racer. Okay, das erinnert mich ein bisschen an Crash Bandicoot Racing damals. Da war es ja auch so, du hattest immer einen Kameraden und bei mir war das auch häufig so, dass ich dem einfach alle aus dem Weg gehalten habe, nur der musste Erster werden. Und wenn da so ein Teamspiel jetzt drin ist, das wird sicher interessant. Ja, und leider hast du dort aber auch eine Always-On-Funktion in dem Spiel. In dem Sinne, dass du das Spiel nicht offline spielen kannst. Du hast jedes Mal, wenn du das spielst, siehst du zum Beispiel dann auch, wo deine Freunde irgendwo entlangfahren.
Auch ja, ich ohne, denk, dass da... die wirklich, dass die jetzt wirklich dabei sind. Auch wenn du die Story und so weiter spielst, siehst du dann quasi so als Geisterauto, wo die gerade entlang dümpeln. Ich denke, das wird man in den Optionen ausstellen können, dass man sieht. Ich weiß noch nicht, also es wurde zumindest nicht gesagt. Von daher, ich und bin mir da noch nicht genau sicher, wie das Ganze wird, aber ich fand die Sache mit dem mit diesem Wir-Gefühl fand ich doch ein bisschen besser. Mal gucken, was draus wird. Also es sollte ja angeblich zum Release der PlayStation 4 kommen. Mhm. Wurde ja verschoben wegen technischer Probleme. Ja. Forza ist also Konkurrenz zu Forza Motorsport 5. Es besitzt in dem Spiel besitzt keine Wettereffekte und das Schadensmodell ist sehr gering gehalten, also wenig detailliert. Das war, glaube ich, bei Forza immer so. Aber die Hersteller haben gesagt, im Laufe der Zeit soll Drive Club Updates erhalten. Und dann haben die gesagt, die können da Wettereffekte mit einfügen. Okay. Im späteren Spielverlauf. Ich möchte genau dort vorne einen Blitz haben. Sowas naja, bei solchen Sachen bin ich immer skeptisch, weil wenn die solche Sachen versprechen, aber das so gesehen beim Kauf noch nicht drin ist, sondern erst nach Updates, nach einiger Zeit kommt, da bin ich immer etwas skeptisch, ob solche Versprechen auch halten werden. Das ist genauso wie diese komischen Viecher, die du im Aquarium züchtest, ne? Diese Fischmenschen, du weißt schon. Urzeitkrebse, ja genau. Die du da reinstreust und dann sagen sie dir, ja, da werden später irgendwelche kommen. Und dann guckst du 3 Tage später rein, da ist nix. Nur ein paar Flusen im Wasser. Genau, da hast du Flusen im Wasser. Also, sorry, dein Potenzial, was sagst du? Potenzial Urzeitkrebs? Nein, ich finde, wie gesagt, vom Drive Club fand ich die Idee dieses Social Racings ganz, ganz gut, weil ich auch glaube, dass es ziemlich viele Menschen gibt, die Rennspiele eben nicht gerne spielen, weil das eben so ein bisschen egozentrisch ist, weil du kein wirkliches Verlangen hast, das mit Freunden online zu spielen. Okay. Ich glaube aber, dass das wirklich so ein paar Leute dazu bringt, das Spiel kaufen zu wollen. Mhm. Aber ich werde auf jeden Fall auch hier wieder sagen, dass das Ganze wohl erstmal nochmal aus der Ferne zu betrachten sein sollte. Bisschen abwarten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Für mich sollten da wirklich erstmal noch Sachen drin sein und nicht später reingefixt werden. Richtig. Also Potenzial Pi mal Daumen. Also Potenzial ist auf jeden Fall schon da. Ja. Aber andere Rennspiele haben da, glaube ich, doch schon so ein bisschen die Nase vorn. Ich sag mal The Crew zum Beispiel. Ja, gut, stimmt. Ich nehme an, das möchtest du auch noch ansprechen, oder? Psst, Ruhe. Sonst will ich das Ganze jetzt vorwegnehmen. Nein. Heißt das Nein jetzt nicht vorwegnehmen oder heißt das Nein, wir sprechen es nicht an? Nein, wir machen ein Spiel nach dem anderen. Okay. Na? So, Hide, was sagst du? Ja, also ich finde Potenzial ist da. Die sollten das nicht so groß verkünden mit Updates wird sich das schon haben. Da kenne ich das aus Erfahrung, bei GTA 5 war das auch so. Da haben die gesagt, ja, kommt noch. Und dann kam am Ende irgendwie 5 Monate später erst ein Update, das Sachen gefixt hat. Und ich finde eben das Gefühl, einfach mit anderen mal so einen Drive Club zu bilden und dann gemeinsam Sachen zu erreichen, finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Ich finde, das hat sehr großes Potenzial. Also kann ich mich nur anschließen. Für mich hat das Ganze gerade noch so ein bisschen so den Anhauch von den Early Access Versionen von den ganzen Spielen. Ja, wo sie dir erstmal, was weiß ich, wie viel Geld aus dem Kreuz leiern für ein Spiel, was sie selber noch nicht sagen, dass es noch nicht fertig ist. Von dem sie aber jetzt schon meistens den Vollpreis haben wollen. Eben. Und dann haben sie dann schon hinterher das sagen, ja, wir machen das noch. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Richtig. Und
wenn du Pech hast, geht das Studio dann auch noch irgendwann pleite. Genug Beweise gibt es davon, genug Beispiele gibt es da auf jeden Fall schon genug. Wo du dann auf einem unfertigen Spiel sitzt und dafür, was weiß ich, wie viel Geld wieder ausgegeben hast. Ja, den vollen Preis diesen, sehen. Ich finde diesen Trend eben nicht ganz so gut. Ja, also weil Drive das Club immer mehr in Richtung DLC, Mikrotransaktionen und Early Access Versionen geht. Also Drive so. Club wird gut, Potenzial ist da, weiter geht's. Jo. 10. Oktober, ja gut, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber, weil Pac-Man und die Geisterabenteurer. Das mein Lieblingsspiel. Projekt Spark und Sternschweif Einhornflug. Das kenne ich persönlich jetzt nicht. Ich habe weder einen Trailer davon gesehen, noch irgendwo eine Ankündigung. Ja, nee. Interessiert mich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, kannst du denn sagen, von wem das ist? Was jetzt? Das Spiel? Also Pac-Man ist von Namco Bandai. Okay, eigentlich ist es ja schon eine Marke. Dann Projekt Spark ist von Microsoft Game Studios. Okay. Und das Sternschweif Einhornflug ist von Schmidt Spiele. Ist ein Denkspiel. Okay. Das klingt so Sternschweif Einhornflug. Ja. So. Ja. Also 10. Oktober, Freitag. Das klingt wie ein DLC zu Peggle. Also ehrlich gesagt, bei Pac-Man, da habe ich auch das Gefühl, der wird nur noch ausgeschlachtet. Ja. Ich weiß nicht wirklich, was man da groß neu dazu machen kann. Ich glaube, es gab mittlerweile ja sogar schon einen einen Pac-Man in 3D. Von daher, so viel Neues wird es da nicht mehr geben. Ja, Dann lieber, lieber die guten alten Pac-Man-Spiele. Ja, ich würde sagen, lass mal so stehen, weil wir wissen nicht, um was es jetzt hier geht. So genau. Dann geht es am 14. Oktober weiter. Einmal mit Raven's Cry und Sleeping Dogs Definitive Edition. Okay, also ein Remake. Vom Remake, ja, genau. Okay. Also Sleeping Dogs kennt man bestimmt, ist ja schon lange draußen. Ja. Kommt halt für PlayStation 4, Xbox One, also und PC, ja. Also aufgebohrte Grafik. Meinung, ich glaube, unsere Meinungen zu Remakes haben wir ja schon kundgegeben. Genau, also richtig. Sleeping Dogs und Raven's Cry, das ist quasi, du schlüpfst in eine Rolle von einem Piraten. Du musst halt moralische Entscheidungen treffen, die den Spielverlauf verändern. Moment, okay. Spielt halt in der Karibik des 17. Jahrhunderts. Ja. Spielt in Havanna. Okay. Die Hafenstadt Port Royal. Und ein bisschen Dschungel. Okay. Worum es halt geht, da ist jemand auf der Suche nach einem besseren Leben quasi, ein Junge, der spielt halt 17. Jahrhundert, schottischer Junge, will zusammen mit seiner Familie in ein Schiff Richtung Neue Welt. So. Okay. Also auf dem Weg dahin werden die halt von Piraten überfallen und das Kind wird dann halt von denen aufgezogen. Okay. Was? Im Sinne von zum Erwachsenen gezüchtet, nicht im Sinne von Mobbing. Weiter ist noch nichts bekannt. Du hast ja noch beide Augen. Weiter ist jetzt halt noch nichts bekannt vom Spielen. Klar, soll aber 14. Oktober schon rauskommen. Ich habe aber noch nichts weiter davon gehört. Ja, es war jetzt auch kein Spiel, was ich auf irgendwelchen Pressekonferenzen groß gehört habe oder in irgendwelchen Trailern noch erkannt habe. Und da ist jetzt mindestens einer rausgeflogen. Fragen wir uns mal, wer? Wahrscheinlich bin ich es sogar. Dann wollen wir uns mal nicht weiter beirren lassen. Jetzt sind alle drei wieder da, sehr schön. Wahrscheinlich war ich gerade rausgeflogen. Ja. Du warst gerade raus, ja. Okay, lass mal so stehen. 17. Oktober. Borderlands. Oh ja. The Pre-Sequel, ne? Pre-Sequel, genau. Genau, das kommt raus. Hide hat ja schon was davon berichtet. Genau. Dann kommt noch F1 2014. Also ein Formel 1 Rennen. Und The Evil Within.
Wofür, da haben wir ja auch schon einiges drüber gesagt. Genau. Und das wird halt richtig geil. Da freue ich mich. Richtig. Dann am 28. Oktober kommt Assassin's Creed Unity. Hm? Ja. Genau, das in Paris spielt diesmal. Genau, dann Assassin's Creed Comet. Was? Comet, was das jetzt ist, habe ich jetzt keine Ahnung. Hm. Kommt für PlayStation 3 und Xbox 360. Aber. Okay. Stehen noch keine Details da. Vielleicht ist das ein kleiner DLC oder so? Das kann auch sein. Assassin's Creed Unity haben wir schon drüber geredet. Wird genau. Auch Bombe. dann Sunset Overdrive. Exklusivtitel für Xbox One. Weißt du noch, worum es da geht? Also, du steuerst quasi einen Überlebenden in einer Welt voller Infizierter. Okay. Ja. Interessant ist halt das Settings des Gameplays. Wir steuern unseren frei erstellten Helden aus der Dreier-Pirschen-Perspektive. Können halt sehr frei durch die Welt bewegen. Ach, ich glaube, ich erinnere mich. Das Ganze ist aber dann weniger wie ein Survival. Das Ganze ist auch es wieder mehr auf Spaß und Ballerei gemacht. Genau, Perspektive ist halt, dass du frei durch die Welt... Genau, du kämpfst gegen Zombies, aber gleichzeitig sendet auch die Regierung irgendwelche Superroboter, die da alles kaputt schießt. Unter anderem dann auch dich, das heißt, die sind auch deine Feinde. Und das Ganze ist so ein bisschen comicartiger gemacht, finde ich. Also es hat keinen realistischen Grafikstil, sagen wir es mal so. Ja, genau. Sondern eher so ein bisschen, halt so ein bisschen comichaltiger angehaucht. Ist aber Kaufgrund der Xbox. Haben viele gesagt. Okay. Ja, wenn das viele gesagt haben. Dann also wird das bei vielen auch so sein. Also ich kenne mich ja nicht drauf, also so wie ich es gesehen habe, sieht lustig aus. Ja. Wird zwar, glaube ich, so ein, wenn man es einmal durch hat, wird man es, glaube ich, nicht mehr so schnell wieder spielen, stimmt, aber. Ja. Dann kommt noch WWE 2015. Interessiert mich jetzt nicht. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Da kloppen sich Leute. War es das eigentlich? Dann 30. Oktober kommt Forza Horizon 2. Mhm. Also auch Rennspiel für die Xbox One. Wo sie sich auch ganz groß gelobt haben, dass sie diesmal auch Objekte drin haben, die man kaputt fahren kann. Na, genau. Nein. Ja, jetzt kannst du zum Beispiel auch rumstehende Kisten zerstören. Und das Geile. Aber bis jetzt habe ich auch keine große Schadensengine darin gesehen. Also keine großen Schadensmodelle darin gesehen. Sachen kaputt fahren konnte man damals bei Need for Speed 2 schon. Ja, und jetzt haben sie sich dieses Jahr sehr damit gelobt in dem Trailer, dass sie das können. Dass du von Sachen runterspringen kannst und dass du dann da Sachen kaputt fahren kannst. Also du kannst jetzt von der Höhle runterspringen irgendwo. Ja. Das gab es aber, glaube ich, auch bei Need for Speed 2 damals. Und der geilste Satz war ja: Grafisch nutzt das Spiel Power der Xbox One, um 1080p mit 30 FPS auf den Bildschirm zu bringen. 30 FPS. Das erste Spiel mit 1080p. Ich habe geklappt. Gut, lass mal das so mal stehen. 31. Oktober kommt noch eins. Zwei sogar. Fairy Fencer F. Was? Keine Ahnung, was das ist. Moment, ich schau mal nach. Elfenspiel. Spielbeschreibung gibt's keine. Okay. Und Lords of the Fallen. Sag mir ehrlich gesagt beides nichts. Also war weder auf Pressekonferenzen noch in Trailern groß vorhanden. Bei mir. Lords of the Fallen klingt nach Zombie-Apokalypse. Nee, ist ein Rollenspiel von Square Enix. Das klingt mehr nach einem neuen Ableger für Overlord. Nee, das ist so in Richtung Dark Souls. Ah, okay. Ah, ich glaube tatsächlich, das kenne ich. Das ist ja, glaube ich, diesmal aus einem deutschen Studio. Also das laut den Machern viel zugänglicher ausfallen und auch optischer hübscher sein. Ja, aber an sich ist es dann halt auch ähnlich wie Dark Souls. Du gehst rein, lässt dich verhauen, gehst dann wieder rein, weißt, wie der sich bewegt, dann haust du ihn kaputt.
Und dann gehst du zum nächsten Gegner. Ja, ja, so in der Art. Also das Ganze ist sehr in Richtung wie bei Dark Souls. Wobei man es jetzt natürlich nicht direkt vergleichen kann, weil man noch nicht so viel dazu weiß. Man hat einen Kampf zu einem Endgegner, glaube ich, gesehen. Mehr hat man bis jetzt noch nicht von dem Spiel preisgegeben. Ja. Ja, so, das war der 31. Oktober, wie gesagt. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute und machen in der nächsten Folge quasi November. Was kommt denn noch alles? Also wie viel? November und Dezember. Also November und Dezember. Also es sind aber auch einige von den Sachen von der Gamescom erst für nächstes Jahr angekündigt worden. Ja. Die könnten wir gerne dann in der nächsten Folge aber dann auch nochmal mit ansprechen. Okay. Weil es gab noch einige Titel, die es auf den Konferenzen natürlich auch gegeben hat. Ja. Und die man vielleicht auch auf der Gamescom auch schon sehen konnte. Das weiß der Hide ja wahrscheinlich. Ja. Ja, aber dann würde ich sagen, den Rest sehen wir dann in Teil 2. Da lassen wir uns nochmal überraschen. Genau. Genau. Und dann tschüss.